Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play von Timberborn. Alles sieht so ein bisschen eingefroren hier aus, obwohl es irgendwie doch recht schön aussieht. Wenn auch da hinten noch sehr kahl. In der letzten Folge habe ich ja schon von meinen großen Plänen berichtet, was ich alles vorhabe. Und ja, ich werde versuchen, zumindest einen Teil davon in dieser Folge durchführen zu können. Ja, wir sind übrigens immer noch bei 18 Stunden, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, das hat die nicht so interessiert. Also das war jetzt nicht so schlimm. Ich weiß übrigens auch, was wir vergessen haben. Also zum einen möchte ich gerne hier unten das Zeug erstmal alles weg haben. Das ist für mich persönlich jetzt sehr wichtig. Und zum anderen hatte ich ja gesagt, dass ich hier noch was erforschen wollte. Das heißt, wir können jetzt schon mal die Getreidemühle machen. Die braucht allerdings auch wieder Energie, soweit ich weiß. Wir haben natürlich jetzt nur ein Wasserrad da. Muss ich jetzt mal eben gucken, ob ich das dann nicht vielleicht doch auf die andere Seite machen soll. Weil ich da die Pumpen stehen habe. Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen wollte ich eigentlich hier auch noch eine Wasserpumpe machen. Achso, das ist noch nicht abgerissen worden hier. Ich brauche hier mal ein bisschen Platz. Also das muss auf jeden Fall priorisiert mal abgerissen werden. Das geht nicht anders. So, Jungs, hier. Warum haben wir hier so wenig? Achso, einer ist schon wieder in Altersschwäche gestorben. Naja, gut. Wie gesagt, ist halt leider so. Aber im Moment haben wir... Oh, jetzt haben wir schon wieder 26 von 27. Wir sollten dann doch nochmal gucken, dass wir hier mit den Hütten nochmal weitermachen. Das Problem ist halt, die brauchen auch Holz. Die haben wir jetzt auch noch nicht erforscht, ne? Ja gut, die Mini-Hütte will ich sowieso nicht. Doppelhütte, also die Dreifachhütte würde ich, wenn, erforschen. Aber 250, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich die Getreidemühle erforsche. Und danach brauchen wir dann nochmal 160 Punkte für die Bäckerei. So, die Getreidemühle. Da oben können wir keinen... Obwohl, ja, doch, wir könnten ja theoretisch. Aber das geht nicht da drüber. Also hier unten könnte ich das hinbauen. Dann müsste ich aber über Wasser bauen. Und das habe ich irgendwie schon beim letzten Mal nicht hinbekommen. Ach, geboren. Ich habe gerade erfroren gelesen. Oh Gott. Okay. Ich sollte das Ganze wirklich zu anderen Uhrzeiten spielen. So. Oh nein, die Dürre kommt schon wieder. Gerade jetzt, wo wir hier das Teil hinbauen wollen. Beziehungsweise gerade hingesetzt haben. Das sollte auf jeden Fall priorisiert abgerissen werden. Dann das... Ja, danke, dass du das gemacht hast. Das sollte auf jeden Fall abgerissen werden. Ach so, und die kleinen hier, die hatte ich ja sowieso schon gesagt, dass die abgerissen werden sollten. Also mit Prio das weg, das weg, das weg, das, damit wir dann hier eine schöne Schneise machen können, also sprich den Weg reinmachen können. Und natürlich dann die beiden hier vorne bitte auch mit Prio weg. Hallo, warum haben wir hier so wenig Wasser? Jungs, ihr macht mir ein bisschen Angst. Ich könnte schon mal zumindest andeuten. Oh, anscheinend nicht nur andeuten. Ich kann sogar den ganzen Weg machen. Ja, das ist doch schön. So. So, dann kann ich hier nochmal einen kleinen Tank hinstellen. Brauchen wir auch wieder Holz für. Ist auch wieder scheiße.
Und da möchte ich nämlich die großen Tanks hier oben hinstellen. Deswegen soll da auch ein bisschen was weggeräumt werden. So, machen wir das mal so. Dann fällt mir gerade was anderes ein. Ich könnte hier mal dafür sorgen, dass mal wieder neue Büsche gepflanzt werden. Damit wir da auch ein bisschen mehr zu tun haben. Ah, hier kommen wieder neue Bäume. Das ist sehr schön. Das heißt, wenn die wach sind, haben sie endlich wieder was zu tun. Sehr, sehr geil. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. So. Wissenschaft. Dafür brauchen wir auch wieder 12 davon, was natürlich scheiße ist, aber naja. 1, 2. So, 1, 2. Das heißt direkt 1 daneben, weil ich würde da gerne unter Umständen noch ein Lager hinmachen. Dann bräuchte ich den Platz. Okay. So, und da musste ich mal eben pausieren, weil natürlich jetzt gerade DPD gekommen ist. Bei denen weiß man ja nie, um welche Uhrzeit die kommen. Ja, genau, das wollte ich bauen. Jetzt muss ich mal schauen. Am besten dann dahin. Und ja, noch zwei dazu. Prio, ja. Also meine Prio liegt jetzt eigentlich da drin, dass wir das Ganze erstmal erweitern. Oh, ich habe total vergessen, die Dürre. Da klingelt es einmal und schon vergisst man die Dürre. Hilfe. Okay. Ah, unser Verteilerzentrum ist gebaut. Das ist aber schon mal schön. Dann zeige ich euch das jetzt mal eben, wie das funktioniert. Und zwar, ja, was brauchen die denn genau? Die brauchen, ach so, die brauchen überhaupt erstmal jemanden, der dann da verteilt, ach so, Verteillimit. Ja gut, Verteillimit brauchen wir erstmal noch nicht einzustellen, weil die Sachen sollen ja erstmal da ankommen. Also hier auf jeden Fall ein Verteillimit, dass wir hier 200 drin haben. Hallo? Was stand denn da jetzt vorher drin? Ne, 1000 bestimmt nicht, oder? 100? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ins Falsche leider reingeklickt. So, Brot sollten wir mindestens 50 haben, würde ich sagen. Karotten mindestens 200. Beeren aber bitte auch mindestens 200. Sprengstoffe, sage ich mal, 100. Mehl, weiß ich nicht, 100. Getriebe. Sollten wir auf jeden Fall einiges drin haben. Die Kartoffeln sollten wir einiges drin haben. Holzscheit. Sagen wir mal 200. Metallblock 100. Papier 200. Planke 200. Kartoffeln 200. Altmetall auch. Wasser, ja, auf jeden Fall auch 200. Also es sind jetzt natürlich nur Werte, die ich jetzt so einstelle. Die werden jetzt so nicht vorrätig sein. So die Beeren. Eigentlich könnten wir die Beeren dann als erstes rübergeben. Wo sind meine Karotten? Karotten, Karotten, da. 200, weil da oben links steht nämlich 600. Okay. So, das heißt, das machen wir. Dann legen wir eine Route an. Da müssen wir. Nee,
Aber nicht, indem wir hier drauf klicken, sondern indem wir hier drauf klicken. Da müssen wir dann hier oben rüber zum Distrikt, klicken das einmal an. Und ich würde sagen, dass wir da... Ja, wovon haben wir immer am meisten genug? Beeren oder Möhren? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, dass wir erstmal Beeren darüber bringen. Verteillimit brauchen die eigentlich nicht, aber die sollten immer auch so 100 Beeren drin haben, 100 Karotten. Holzscheit machen wir erstmal 200. Ich meine, das soll ja später eine gute Farm werden. Kartoffeln machen wir mal 100. Wasser machen wir mal 200, damit da nichts rüber geht. Und Weizen machen wir auch mal 100. Also das nur schon mal, falls ich es dann später vergessen sollte. So, was auch noch wichtig ist, das haben wir noch gar nicht gelernt, fällt mir gerade ein. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ist denn das? Unter Arbeiter müsste das sein. Genau, beschäftigt zusätzliche Arbeiter. Okay, 100. 100 können wir. Perfekt. Dann bauen wir das schon mal hier unten hin. Was auch wieder Planken braucht. Ja, das war mir klar. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben zwar jetzt gerade auch Dürre. Der hat sogar alle Planken. Dem fehlt das Holz. okay, das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller wieder. So. Ach so, wir haben jetzt gesagt, dass der Beeren verteilen soll. Da oben ist es. Hallo? Ich wollte eigentlich nur auf das Gebäude klicken, dass der Beeren verteilen soll. Wasser müssen wir auf jeden Fall rüberbringen. Genau. Wasser, ganz, ganz wichtig. Wobei wir dann natürlich selber weniger Wasser haben, aber deswegen möchte ich nämlich auch meine Vorräte aufstocken. So, Wasser. So, quasi bis der 100 oben drin hat. Dürre beendet. Oh, sehr schön. So. Dann. Wie viele haben wir? 25 von 27. Dann müssen wir hier hingehen. Das können wir jetzt erstmal, Moment, Distrikt 1. Das können wir erstmal umbenennen in Hauptsitz. Keine Ahnung. So. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, wie ich das nennen soll. Aber das ist auf jeden Fall schon mal Hauptsitz. Das, da können wir dann gucken. So, einen migrieren wir jetzt. Das heißt, den jagen wir quasi zum Teufel. Hört sich jetzt böse an. Der kommt nämlich jetzt hier oben hin. Und der baut nämlich jetzt für uns erstmal das Teil und arbeitet dann auch hoffentlich da. Okay, er ist jetzt am Schlafen. Arbeitet dann auch hoffentlich da und arbeitet das ab. Nö, er steht einfach nur rum. Wieso? Keine arbeitslosen Biber im Distrikt. Ach so, ja, er kann. Okay, er hat ein Zuhause gesucht. Verstehe. Gut. Also, wir machen das mal so. Wir bauen für alle Fälle auch mal eine Hütte. Die ist nicht so wichtig, aber die bauen wir mal dahin, wenn wir wieder genug Holz haben. So, damit der zumindest eine Unterkunft hat da oben. So, hier brauchen wir die Holzscheite für. Das wäre aber noch ziemlich... okay, da kommen auf jeden Fall noch welche. Das wäre nämlich ziemlich wichtig. Und ich müsste... ich müsste vor allen Dingen erstmal den Weg dahin verlängern. Es wäre vielleicht von Vorteil. So, dann reißen wir das auf jeden Fall noch ab. Und, ja gut, da brauchen wir Getriebe für. Aber da können wir zumindest schon mal gucken, wie wir das Ganze dann hinstellen werden. Das könnten wir so oder so. Nee, so können wir es nicht. Ja, 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 okay. Dann machen wir das so dahin. So. Dann
Werden wir da einen hinstellen und da einen hinstellen. Auch noch entsprechenden Weg bauen. So. So, das ist erstmal keine hohe Priorität. Ich meine, Getriebe. Ach doch, Getriebe haben wir sogar noch 30. Das wäre natürlich. Würde ich sagen, setzen wir den erstmal auf Priorität noch. Schmeißt da direkt schon mal die Getriebe da rein. Haben wir die jetzt eigentlich hier auf Prio stehen? Nicht wirklich. Na gut, ist jetzt auch nicht wirklich Priorität. Ah, hier unten haben wir weitergebaut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Der Bereich geht anscheinend aber nur bis hier, wenn ich das richtig sehe. Nee. Er geht doch ein bisschen weit. Ah, nee, das ist. Ja. Ist ja klar, ist ja das, was ich jetzt gerade zeige. Die Baustelle ist zu weit von Mitarbeitern entfernt. Ja, ich will ja ein neues Distrikt anlegen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht genau, wohin. Wenn ich jetzt. Ich meine, hier kann ich jetzt auch nicht durchziehen. Nicht da jetzt sagen. Ach so. Ach, da ist auch schon wieder ein Baum im Weg. Oh, das ist so nervig. Ja, weil der geht wirklich nur bis hier. Das ist ehrlich gesagt ziemlich blöd. Hätte ich das gewusst, hätte ich hier irgendwie einen Weg rüber gebaut. Gut, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir können es ja zur Not immer noch irgendwo anders hinbauen. Ich würde sagen, hier. Dann. Ja, gut, irgendwo muss ich ja jetzt hier eine Schneise durchmachen. Das Problem ist halt, dass dieser eine Baum hier mitten im Weg ist. Und ich jetzt gerade nicht genau weiß, wo ich jetzt am besten das Tor hinmache. Normalerweise würde ich sagen, ich mache hier vorne das Tor hin. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Ja, der geht eigentlich nur bis da. Ich weiß nicht, ob die da wirklich das Stückchen dann noch drüber gehen. Das ist das Problem. Also der Distrikt hier ist auf jeden Fall. Ja, obwohl streng genommen geht der so ein bisschen rüber. Also eigentlich sollte es funktionieren. Eigentlich. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt hier mitmache, weil ich kann jetzt hier keinen Weg machen. Du bist Distrikt 3. Wenn ich jetzt einen dahin schicke. Ja, ist einer drin. Okay. Der sollte. Sag ich mal hier vorne. Aber er hat, glaube ich, doch. Er kann es aber so bauen. Okay. Wie ist nicht durch. Ach so! Oh, das habe ich jetzt. Moment. Aber er. Ha, ha, ha. Er kann es aber. Moment, Moment. Müssen wir eben pausieren. Das geht mir jetzt so schnell. Er kann es aber hier abreißen. Das machen wir mal als Priorität. So.
Lauf, Biber, lauf. So, perfekt. Und dann machen wir hier den Weg rein. Dann ist das nämlich auch nicht mehr abgeschlossen. Perfekt. Denke ich. Er macht es nur gerade irgendwie nicht. Er will nicht. Ich weiß nicht warum. Ach so, ja klar, weil es. Da. Okay. Und mein üblicher Spruch: immer alles markieren. Okay, er hat aber trotzdem keine Lust anscheinend. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann müssen wir hier auf jeden Fall eine Wasserpumpe hinbauen, die wir vielleicht drehen sollten, damit sie auch Wasser rausholt. So, das dann schon mal für später. Junge, du sollst arbeiten gehen, damit ich Holz bekomme, damit du da erstmal Wasser machen kannst. Und dann bräuchten wir noch was zu essen. So, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall hier. Nee. Oder doch? Ich vergesse immer, wo die drunter sind. Ich weiß auch nicht. Nee, hier sind es nicht. Da bin ich denn jetzt blöd? Meine rhetorische Frage. Jetzt finde ich das doch tatsächlich nicht. Was war? Ach so, das war die Sprengstoff. Fabrik. Ach so, hier Arbeit, genau. So, empfängt Güter aus anderen Distrikten. So, dann machen wir das jetzt hier hin. Mir aus dahin. So, zack. So, und der muss immer Karotten 100 drin halten, Beeren 100 drin halten und Wasser 100 drin halten. So. Distrikt 3. Da müssen wir hier. Nee, wo ist es denn? Da. Noch eine Route machen. Nach hier unten hin. Und zwar soll der einmal Beeren bekommen. Wie, die sind nicht funktionsfähig. Och komm. Ja, den hier wollten wir ja sowieso abreißen. So. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Da fehlen Materialien, das ist auch klar. Getriebe stellen wir aber eigentlich ganz gut her. Es hat wahrscheinlich, denke ich mal, doch damit zu tun, wegen dieser Überbrückung da. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich überhaupt nicht. Warum sitzt du hier die ganze Zeit so voll? Ja, du hast Hunger und Durst, dann mach doch was. Geh hier an deine Arbeit, Junge. Wieso will er nicht arbeiten? Ich habe ihm extra gesagt, er soll hier die Bäume wegfällen. Biber können keine Güter verteilen. Ja, das habe ich schon festgestellt. Die Frage. Was heißt die Frage? Ich denke, ich weiß warum. Ach, bis dahin ist das rot. Ah, sag bloß, der kommt hier gar nicht richtig rüber. Muss ich dann ernsthaft nach da unten auch noch eins bauen? So ein Verteiler. Das könnte jetzt natürlich sein. Das wäre jetzt natürlich scheiße. Nee, wo sind jetzt die Arbeiter da? Das war aber. Ja, die haben genug. Moment, was habe ich denn hier eigentlich? Bauarbeiter, Schlepper? Schlepper habe ich noch gar nicht, oder?
Das ist wieder ein anderes Gebäude. Sollte ich aber nebenbei bemerkt auch mal bauen. Ja, um die Holzproduktion anzuregen, möchte ich das gerne nach unten bauen. Ich kann es aber nicht nach unten bauen, weil ich nicht dahin komme. Das ist doch irgendwie so, Moment. Den machen wir jetzt erstmal zum Hauptsitz, damit der mir hier nicht wegstirbt. Weil sonst kriegt er nichts zu essen, nichts zu trinken. Das ist dann auch wieder scheiße. Warum der hier nicht arbeiten will, den Teil habe ich allerdings tatsächlich nicht verstanden. Vielleicht ist das auch irgendwie zu nah an dem Tor gebaut oder so. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Der hat sogar eine Reichweite nach da oben. Also, ich stelle schon mal für später. Den Förster hier hin. Und ich stelle noch mal so ein Fähnchen hier hin. Beziehungsweise zwei. So. Damit das dann später mal gebaut werden kann, wenn das dann doch irgendwann mal funktioniert mit diesem Bereich hier. Also eigentlich sollte es ja funktionieren, dass das Ganze einfach nach hier verteilt wird. Ach so, Moment. Das hört jetzt hier am Tor auf. Und das hört jetzt quasi da auf. Was wäre denn, wenn wir hier eine Plattform hinbauen? Definitiv mit Priorität. Und wenn wir das Tor einfach abreißen und dahin stellen. Würde das dann funktionieren? Dann würde das ja bis da oben bis zum Tor gehen. Und das müsste theoretisch zumindest bis hier rechts gehen. Wäre jetzt eine Überlegung. Fehlen jetzt natürlich die Planken, obwohl wir haben Planken. Das sollte jetzt schnell gehen. So. Wenn wir jetzt... Ihr Schweine, wollt ihr mich hier verarschen? Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass wenn ich das jetzt nicht da unten dran baue, sondern da oben dran baue, dass der jetzt nach hier oben noch Einfluss hat. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Boah. Aber hier steht immer noch, das kann ich verteilen. Also ich vermute, dass das nicht verteilen kann, weil das hier aufhört. Das heißt, ich muss hier definitiv noch ein Verteilerzentrum hinstellen. Das geht da nicht anders. Das ist echt scheiße. Aber ja, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Das ist auf jeden Fall dann auf grün nach unten. Das hätte dann auch ehrlich gesagt für mich oberste Priorität, egal wie teuer das ist. Planken habe ich habe halt nur das Holz momentan. Ach so, Moment, doch, wir haben jetzt 99 Holz. Oh! Sie sind hier oben wieder am Fällen, das ist sehr, sehr schön. Okay. Aber das da oben funktioniert doch eigentlich ganz gut, oder? Ich meine, da ist noch... Nee, da sind sogar mittlerweile zwei drin. Warum auch immer die das jetzt nicht gebaut haben. Ach so, habe ich keine... Ah, ich habe kein Holz. Ja, oder die haben das nicht nach oben verteilt. Nö, ich habe es gar nicht erst eingestellt. Ups. Ja, ich würde sagen, dass ich denen dann auch ein bisschen Holz liefere. So. Okay, dann können die da oben auch ein bisschen bauen. So, dann das nächste, was jetzt wichtig ist. Hat jetzt lange gedauert, dass ich drauf gekommen bin.
Bin ich ganz ehrlich, aber ich habe es einfach nicht. Nur wegen diesem einen dämlichen Teil hier oben. Also das finde ich irgendwie, naja. Gut, dann können wir das aber auch. Das können wir dann priorisieren als nächstes. Achso, das ist schon priorisiert, okay. Wobei wir dann theoretisch auch. Wir hätten noch Getriebe dafür. Da brauche ich in Anführungszeichen nur Holz für. Ja, in Anführungszeichen nur Holz. Das ist immer, ja. Wenn ich da natürlich jetzt zwei von den Dingern habe, wäre es aber eigentlich besser, wenn ich da direkt ein großes hinbaue. Bin ich ganz ehrlich. So. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich brauche halt definitiv eins, ne? Da hinten ist aber noch ein bisschen Platz. Warum ich da jetzt Platz gelassen habe, weiß ich auch nicht. Ich wollte es eigentlich direkt dran bauen. Im Moment. Es ist ja sowieso nichts gebaut. Ist ja sowieso keiner da. Dann machen wir es anders. Dann machen wir das. Noch eins weiter. Und daran. Dann. Dum-dum-dum-dum. Beziehungsweise das kann ja bleiben. Nee, was mache ich denn für einen Quatsch? Das kann ich ja so gar nicht abreißen. Och Gott, ich hab's so heute auch wieder. Manchmal steht man echt dann davor und denkt sich, du kennst es doch. Warum machst du es jetzt so? Okay, also hier können wir schon mal reinbauen. Hier könnten wir jetzt theoretisch noch eins daneben bauen. Im Kleinen. Das würde ich dann priorisieren. Auch wenn ich dafür natürlich wieder Holz brauche, aber egal. So. Oh, es ist schon drin. Oh, Hilfe. Okay, das ging jetzt wirklich schnell. Nee, was mache ich denn? Ich habe doch auf Route gedrückt, oder nicht? So, dann brauchen wir jetzt hier erstmal. Habe ich eben noch nichts eingestellt? Ah, nee, das habe ich ja in einem anderen eingestellt. Stimmt ja. Okay, dann sage ich mal, wir nehmen Beeren. Beeren haben wir doch eigentlich immer genug. Wir nehmen Beeren, die kommen nach hier unten. Nein! Hä? Das hört tatsächlich hier auf. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich verstehe, dass das andere vielleicht nicht bis da unten liefern kann. Das ist sowieso rot, also ist es nicht ganz so schlimm, dass ich jetzt hier nochmal Neues gemacht habe. Ist zwar ein bisschen blöd, sage ich mal, aber ist nicht so schlimm. Ah, oder Moment, Moment. Ich habe eine andere Idee. Nein, das ist nicht euer Ernst. Oh Gott. Ich würde jetzt gern ein Kissen nehmen und erstmal 10 Minuten da reinbrüllen. Okay, ich habe wieder was gelernt. Ich weiß jetzt, wie man Brücken macht. Also mit diesen Dingern. Die können, ja, die können im Endeffekt trotzdem drüber laufen, aber es gibt dann keine Route dahin. Oh mein Gott, ehrlich. Und der liefert jetzt auch schon die ersten Baum. Wieso eigentlich Baumstämme? Oder macht er das jetzt, um hier zu bauen? Nee. Wo läuft der jetzt hin? Das will ich jetzt mal wissen. Ach, der will das bauen. Ach. Wieso wollen die das jetzt bauen? Weil trotz, dass ich hier ein Tor hingebaut habe, das noch der Baubereich von denen ist. Hä? Ich denke, der Distrikt hört hier auf. Also so langsam verwirrt mich das ganze Spiel jetzt heute. Moment, ich baue jetzt mal zu weit von Bauarbeitern. Lege mehr Pfad oder einen neuen Distrikt an. Ja, das ist schon klar. Ich baue jetzt hier erstmal diesen Pfad. Hallo? Nein, ich habe aufs Falsche gedrückt, ich weiß. Ich baue den Pfad jetzt mal hier durch. So.
Ich will das jetzt wissen. Das ist immer noch gelb und immer noch der Distrikt. Ja, warum habe ich denn jetzt hier einen neuen Distrikt angelegt? Wollt ihr mich denn verarschen? Jetzt ohne Scheiß. Oh, dieses Spiel. Dann baut mir hier erstmal einen Förster hin, bitte. Kann ich nicht. War ja klar. Dann mache ich den so. So. Priorisiert mir den erstmal. Ach so, ich sollte dann hier aber auch den Eingang. So. Genau, haben wir Planken? Ja, wir haben noch genug Planken. Die Frage ist, doch ein bisschen Holz haben wir auf jeden Fall noch. Dann baue ich hier zwei Fähnchen hin für den Förster. Beziehungsweise nicht für den Förster, sondern für den Holzfäller natürlich. So. Und dann. Dann will ich erstmal wissen, wie weit das jetzt hier geht. Moment. Ja gut, es ist noch nicht gebaut. Aber es wird schon gelb. Also, das heißt, wenn es gelb wird, wird es auch bald rot. Das heißt, wir können ja eigentlich nur einen gewissen Teil. Also ich guck mal, wenn das jetzt gebaut ist, wie weit das reicht. Komm, eine Planke noch. Es reicht bis hier oben. Ja, ist aber trotzdem. Das ist mir ja egal. Boah. Gut Ding will Weile haben, ne? Oder wie war das? Okay. Da sind die Förster. Das heißt, ab da baue ich auf jeden Fall bis nach oben. Ich glaube, das war jetzt bis da hinten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann baue ich bis da. So, und der kann eigentlich bis da. Der hat hier aber eigentlich eine ganz gute Fläche. Wie lange dauert das mit dem? 12 Tage. Also 3 Tage länger. Ah, komm. Nein, nicht da rein. Das haben wir ja schon. So. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. So. Dann hoffe ich jetzt inständig, dass das jetzt auch funktioniert. Ich drehe hier gerade am Rad. Dann ist der ganze Mist hier mit dem Distrikt ist ja dann im Endeffekt total überflüssig geworden. Ja, gut, das hier unten, das ist jetzt nicht schlimm. Das hier könnte man jetzt noch priorisieren, wobei der da wahrscheinlich nicht hinkommt. Aber ich priorisiere das trotzdem schon mal für alle Fälle. Der bekommt Beeren. Müssen wir jetzt mal gucken. Route nach da. Der bekommt Beeren und der sollte für den Anfang zumindest auch ein bisschen Holz bekommen. Holz, Holz, Holz. Da habe ich jetzt 57. Müssen wir hier mal eben gucken. Holz sollte ich immer 50 drin haben. So. Machen wir es so. Ach, ich dachte gerade, wir haben kein Wasser mehr. Habe ich jetzt einen Schock bekommen? Okay, wir haben nur da kein Wasser mehr. Dann ist gut. Okay, also das müssen wir auf jeden Fall jetzt auch erstmal. Ach so. Ja, dann priorisieren wir das als zweites, dann priorisieren wir das als erstes. Da haben wir nämlich schon das Getriebe soweit drin. So, damit wir da einen guten Vorrat an Wasser erstmal haben. Oh, oh, oh. Steht die Dürre vor der Tür oder habe ich jetzt hier irgendwas? Ach so. Da geht kein Wasser rein. Na, das habe ich ja clever gemacht. Das habe ich jetzt wirklich clever gemacht. Okay, dann würde ich sagen, so für den Rest des Tages. Jetzt sind sie eh am Schlafen. Das ist eine gute Zeit, wo ich mal Pause machen kann. Für den Rest des Tages nehmen wir das erstmal raus. Oh, wir haben fast die Punkte. Aber da brauche ich Papier für. Ich habe auch noch gar keine Papierfabrik, fällt mir gerade ein. Papier brauche ich aber auch fürs Dynamit. Also müssen wir auf jeden Fall 250 herkommen. Die braucht aber auch wieder Strom, ne?
so groß. Theoretisch könnte ich den Strom dann auf die andere Seite machen. Wenn ich das so mache und einmal verbinde. Oh Mann. So. Getriebe habe ich noch, Planken habe ich noch. Nur natürlich, ach doch, Holz hätte ich auch. Würde ich dann also priorisieren? Ja gut, da brauche ich nur einen für, würde ich dann auch priorisieren. Und das dann auf jeden Fall auch. Okay, also, dann wissen wir schon mal, wie wir weitermachen. Das war jetzt ein ziemlich nervenaufreibendes Abenteuer, aber zumindest der Förster scheint hier alles zu bauen. Das heißt, wenn wir den nochmal ein paar Biber mehr hätten, wir sollten definitiv auch noch ein paar Hütten anlegen, dann sollten wir endlich einen recht guten, ach, der kann eins weit, der kann jetzt doch nicht so weit, hä? Eben konnte er doch noch weiter. Oder habe ich auf den geguckt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir dann, wenn wir das hier alles gut ausgearbeitet haben und dann regelmäßig abernten könnten, sollten wir eigentlich einen ganz guten Vorrat an Holz haben. Was ganz, ganz wichtig natürlich ist, wie wir schon gemerkt haben, nicht nur Wasser und die Ernährung natürlich, also Nahrung, sondern ganz, ganz viel Holz, damit wir auch mit allen anderen noch weiterkommen werden. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge ist wieder so lang geworden. Irgendwie scheint das Standard zu werden. Und dass wir dann in der nächsten Folge hoffentlich mit weniger Fragezeichen und mehr Ausrufezeichen und mehr Gas geben, unsere Population noch ein bisschen erhöhen können und hoffentlich dementsprechend dann auch unseren Holzvorrat endlich wieder erhöhen können. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!